Vorteile oder woran erkenne ich einen guten Dutch Oven? Die Leute denken immer, ja, einen guten Dutch Oven erkenne ich daran, dass mein Deckel nicht klappert. Das ist ja kein Dampfkochtopf. Genau, der dicht sein muss. Der 100% dicht sein muss. Ein bisschen Spiel ist immer. Ja, nur jetzt ist die Frage, woran erkenne ich einen Topf, der gut ist? Hauptmerkmal Nummer 1, hier ist ein Dreck drin, machen wir raus, ist, dass ich eine gleichmäßige Wandung habe. Genau, einmal, also komplett einmal komplett rum. Komplett rum und unten auch rum. So, das habe ich relativ häufig, wenn ich mir einen Topf angucke, der auf der einen Seite 8 mm ist und auf der anderen 3, worauf ich auch achten muss, dass Rand und Schichtdicke von der Wand bei vielen ein großer Unterschied sind. Also viele haben oben einen sehr groß aufgetragenen Rand. Das sieht auch immer toll aus, wenn ich von oben. Ja, der sieht aber, sieht man auch schon häufig an dem Rand, wie die Varianzen dazwischen sind. Ist natürlich so, wenn ich jetzt was Einfaches koche, was nicht lange bedarf und nicht kompliziert ist, ist es relativ egal. Wenn ich aber was mache, was zum Beispiel länger dauert, wo ich 3 Stunden oder noch länger dran arbeite und ich habe eine Wand, die ist 3 mm und die andere ist 8 mm, dann habe ich eine ganz andere Hitzeverteilung. Dann kann es sein, dass ich auf der einen Seite ist das Ganze schwarz und auf der anderen Seite ist das Ganze noch fast roh. Zum Beispiel, man macht auch sehr gerne ja Brote damit und da ist es, glaube ich, ultra wichtig. Da ist es, ja, da ist es zum Beispiel auch wichtig. Wir achten immer sehr stark auf die Verarbeitung, das heißt, die ganzen Kanten sind alle nochmal abgefasst, es ist alles sauber nachgearbeitet, auch am Deckel. Hier runterfasse, habe ich hier nicht keine Nase drunter, dass ich mir die Finger verletze. Das ist wichtig. Wir haben relativ viele Features, die auch Leute nicht kennen. Hatte ich letztens einen, der gesagt hat, ja, eure Henkel sind irgendwie alle komisch, weil in der einen Position steht er oben und das ist total bescheuert. Und dann habe ich geschrieben, nee, wir haben das extra so gemacht. Wenn ich meinen Henkel in die eine Richtung lege, liegt er horizontal. Wenn ich ihn in die andere Richtung lege, bin ich ungefähr bei 5 Grad nach oben. Sollte bei jedem Topf so sein. Grund dafür ist, wenn ich das Ganze im Lagerfeuer habe, und im richtigen Lagerfeuer, in einem richtig großen Feuer und der liegt so rum und liegt plan an und der Deckel ist drauf, habe ich Schwierigkeiten, den zu greifen. Wenn ich den auf die Seite lege, komme ich einfacher drunter und kann ihn aus dem Feuer greifen. Alle unsere Töpfe haben eine Kerbe fürs Thermometer und sind am Rand auch nochmal eingekerbt. Sagen die Leute mal, ja, das brauche ich doch gar nicht, um dann Thermometer durchzuführen, wofür ich das Ganze benutze. Wenn ich zum Beispiel ein Brot in dem Topf mache. Brot ist relativ tricky, da kann ich sehr schnell sehr viel Mist bauen. Und ich merke, ich habe zu viel Feuchtigkeit drin. So, und dann mache ich den hier und öffne den ganzen Topf und gucke mal rein. Da ist ja und überhaupt. Dann mache ich wieder zu. Dann ist der anschließend schon durch, das Brot. Dann ist es nämlich zu trocken. Ja. Und wenn ich das auf die Position drehe, wo der Thermometer-Einlass ist, kann ich kontrolliert mein überschüssiges Wasser raustragen, drehe das Ganze wieder weg und die Geschichte ist durch. Das war gerade ein Tipp vom Chef. Ja, funktioniert sehr gut. Also benutze ich wesentlich häufiger als ein Thermometer, muss ich ganz ernsthaft sagen. Wir haben überall Deckel, wir haben überall Füße auf dem Deckel. Ich kann einen Topf umdrehen, als Pfanne benutzen. Ja, also wir achten wirklich sehr, sehr stark auf die Qualität. Liegt natürlich auch an der Menge mit. Wenn die Menge groß ist, kann man natürlich auch die Qualität deutlich besser kontrollieren. Unser Henkel ist aus gebürstetem Edelstahl, hat oben diese Kerbe. Exakt. Die Kerbe ist auch, die ist nicht irgendwie reingebogen, sondern die ist genormt und das dient dazu, wenn ich den aufhänge, auch ohne Deckel, dass ich ihn wirklich schön als Topf benutzen kann. Austariert. Ja, und wenn er nicht aus, also mit dem Deckel ist es mal ein bisschen tricky, weil der Deckel hat ja durch die Füße schon eine Unwucht drin, den muss ich schon genau in die Position drehen, dass er 100% gerade hängt. Aber normalerweise, wenn ich einen Topf habe und ich hänge ihn auf, ohne Deckel, sollte er vernünftig gerade hängen. Und wenn ich natürlich hier eine 8 mm Wand habe und da eine 2 mm, dann hängt der so. Das ist richtig. Woran ich es auch noch kenne, ich habe es vorher gesagt, wie rau, wie grob der Guss ist, woran ich das später merke, ist, wie schnell das Ganze rostet. Ja. Und wie schnell ich es sauber kriege. Und wenn ich einen Kopf habe, der einen sehr groben Guss hat, fängt das Ganze extrem schnell an zu rosten.